zum Selbstkasteiung und sich besaufen, der Traum. Ja, für ihn offenbar schon, hier für Kjartan. Also Anspannungsprobleme hat der Mann nicht. Ein Dream. Ja, ein richtiger Traum. Gott, wir sind unbedeutend in der Pracht. Schrecklich. So, Lösegeld fordern. Ach, noch ein Sohn von mir. Nee, lass mal. Gib dir mir so. Ich fange gerade ganz viele Asatru-Anhänger in mein Gefängnis, um zum Christen zu werden. Und das, obwohl ich Sünder bin. Ich hoffe, das schlägt sich positiv in meiner Bilanz wieder. Ich frage mich, ob man damit auch so Höfe richtig stabilisieren kann, indem man zum Beispiel die Kinder von so nordischen Herrschern dazu zwingt, Christen zu werden oder so. Anspruch habe ich da schon drauf. Okay. Aber den habe ich doch fallen gelassen, oder nicht? Kostet 78. Einfach so erobern, Krieg erklären könnte man machen. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Zeit für Krieg! Heben. Aber nicht da. Mist. Falsch. Gott, was mache ich schon wieder hier? So ein Blödsinn. Das ist neue Dynastie überhaupt. Das geht schon so. Natürlich. Okay. Natürlich bin ich das. War ich schon immer. So, Befehlshaber, tauschen wir mal uns ein. Das geht nicht, weil wir eine andere Armee befehligen hier oben. Vielleicht sollte ich mal die anderen Punkte löschen. Manche Sachen verstehe ich auch nicht, ne? Mein eigener Sohn, der will jetzt gegen mich rebellieren, der will meinen Titel übernehmen, obwohl er den sowieso erbt. Ist nicht früh genug. Ja, da muss man den ja auch unnötig mit. Er würde ja mehr Titel erben, wenn er ihn einfach erbt, als wenn er jetzt meinen Haupttitel übernimmt. Wenn er den Haupttitel jetzt übernimmt, erbt er weniger. Das ist Genau. Nonsens. Die Augen von Menschen nachwachsen. Ah, danke für den Tipp, Chipmunk. Das kann die auch noch nicht mit Kamillentee. Ah, interessant. Werde ich mal ausprobieren. Kotulinchen fragt sich, ob Augen von Menschen nachwachsen. Kannst du irgendwie das ganze Land fordern? Ja, Chipmunk hat es schon geschrieben. Man fordert Titel, Graf, Herzog oder Königstitel. Dazu gehört dann das Land. Es gibt verschiedene Bedingungen. Also ein Herzogtitel ist zum Beispiel, da ist eine gewisse Ruhmstufe, glaube ich, vorausgesetzt, die man hier erreichen muss. Ich glaube, da muss man Illuster im Prestige schon sein, damit man das machen kann. Zum Beispiel. So. Ja, wir könnten schon mal anfangen, hier zu belagern. Umso schneller, umso besser. Genau, das ist im Prinzip noch so wie bei CK2, soweit ich das sehe, ja. Genau, es gibt viele Kriegsgründe, richtig, was Jan auch schreibt, 8105. Es gibt viele Kriegsgründe, aber du kannst nicht alle immer nutzen zu jedem Zeitpunkt, sondern nur mit bestimmten Bedingungen. Na? Oh. Armee von was? Wo kommen die denn her?
von Gdansk? Ach so. Ich dachte, der wäre unterlegen. Offensichtlich nicht. Ups. Upsa. Meine Tochter Hafrid ist verstorben. Oh Gott, die ist ja auch ganz hager gewesen. Oh nein. Starb an Unterernährung. Ist unser Bündnis auch beendet? Oh Gott. Hast du sie nicht aus dem Gefängnis geholt? Ich glaube, die war nicht mehr im Gefängnis, aber sie war trotzdem irgendwie ausgehungert. Wer weiß, wie das passiert ist. Ja, ein bisschen. Komisch. Hab ich den nicht alle ausgehoben gehabt? Das ist ja alles strange. Ah, super, ey. Mit einer Niederlage reingestartet. Irgendwie habe ich auch keine Kriegsfähigkeit. Also jetzt ich als Spieler bin irgendwie zu doof. Weiß ich auch nicht. Wo haben die denn jetzt so eine riesen Armee hergeholt? Das ist komisch. In der Vorschau sagte er mir, die wären unterlegen, aber... Nope. Verbündete? Ne, hat er nicht. Wenn der, achso, weil wenn er das Bündnis erst nach der Kriegserklärung also schließt, dann, Nee, das ist einfach der, ist der Häuptling von Halland? Oder hat der Söldner angeworben? Das kannst du mal, klick mal auf seinen Charakter und guck, ob der da bei seinem Aufgebot... Nein, hat er nicht. Das ist irgendein anderes Problem. Der gehört zum Land von Pomerellen. Achso. Aber und aus irgendwelchen Gründen wird das... Wie wird denn das hier angezeigt? Das verwirrt mich jedes Mal irgendwie. Also hier steht nur Häuptling, bla. So, Titel, bla. Ansprüche, bla. Diplomatie und auch noch bla. Aber wo steht denn jetzt drin, dass der bei... Ah, da steht in Textform, dass er ein Vasall vom Oberhäuptlingstum von Pomerellen ist. Ah, da weht der Wind her. Jo. Das ist aber ganz schön klein in der Anzeige. Ich hoffe, das haben sie geändert, weil das ist echt... Das ist super verwirrend irgendwie. Und den hast du jetzt angegriffen, oder was? Ja, genau. Ja, und ich bin leicht unterlegen. Um mehrere tausend Mann. Der nächste Krieg, der ins Sand gesetzt wird. Ja, würde ich mal sagen, kapitulieren, here we go, ne? Das kann ich gleich knicken. Juhu! Ah, also so weit überlegen war er doch nicht, dass jetzt zumindest versuchen können. Ja, aber das zieht sich dann so ewig in der Länge, da hatte ich jetzt keine Lust drauf. Da hatte ich jetzt wirklich keine Lust drauf, auf die Geschichte. Das haben wir letztens mit Smeland schon gehabt hier. Da hatte ich jetzt echt keine Lust mehr. Wenn ich nächstes Jahr den sowieso angreifen kann, da unten in Smeland, dann habe ich da keine Lust, mich da ewig mit Pomerellen zu prügeln. So, dann löse ich euch mal auf. Wo sind dann gibt meine Armeen ausgehoben? Sind sie doch gar nicht. Das Spiel lügt mich an. Aber nicht alle auflösen? Strange. So, Margarete wurde freigelassen. Das ist ja schön. Ja, gut, und nicht natürlich war das klar. Ich hatte das aber irgendwie verpeilt. Wie gesagt, ich bin heute eher sowieso ein bisschen unkonzentriert. Daran merkt man das dann auch, ne? Weil ich hatte irgendwie Halland als isoliertes Land auf einmal gesehen. Das war natürlich völlig falsch. Deswegen sah der auch so leicht besiegbar aus. Oh Mann. Wo werden wir überfallen? Hier oben. Nicht gut. Wir haben die jetzt gebracht. Können wir mal gucken. Da müssen wir dann sonst jedenfalls später nochmal zusammen versuchen. Also machbar sollte das ja sein. So, der überfällt. Ich glaube, da kann ich schon... Ach, das war das. Das war das. Und leerer Ratsposten. Der Ratsverwalter. Was ist denn da passiert? Ah, der ist gestorben.
Wurde in der Schlacht erschlagen. Oh. Ups. Ups. Oh, und sein Nachfolger ist kraftlos. Schwerer Gesundheitsmalus. Neugierig, aber kraftlos. Und wie alt ist der? 4. Was könnte schief gehen? Man weiß es nicht. What could possibly go wrong? Mir fällt da ziemlich viel ein. Sehe ich eigentlich hier nicht, wer davon ein mächtiger Vasall ist? Oder. Das ist, also manchmal ist das so überladen in den Menüs. Ach doch, hier. Das war verdeckt vom anderen Bildschirm. Na, ja, super. User Interface, Mann. So, Jarl Aslaug wäre zum Beispiel nicht schlecht. Da gäbe es noch eine Möglichkeit, sie ein bisschen. Oder ihn? Weiß ich gar nicht. Hat die denn nur 10 Verwaltungen? Er wäre ganz gut, Jarl Botulf, aber sie hat nur 4 Diplomatie zum Tausch. Das ist schlecht. Oder doch Jarl Hakon? Aber den werde ich niemals auf meine Seite ziehen, wegen seinen ganzen Ansprüchen auf den Titel. Das wäre eher dumm. Botild. So, ich muss mal kurz pausieren hier, sonst geht das hier unendlich weiter. Mir das mal ganz genau anschauen. Botild, kann die auch was anderes? Ach, die darf ja nur Radspitze, weil sie Frau ist, ne? Da war ja irgendwie was. Hat auch nichts, was sie kann. Haug. Sie hat nichts, was sie kann. Haug könnte auch ein Verwalter werden. Und Aslau könnte dann Ratsmarschall werden. Zwar kein besonders guter, aber es wäre ein guter Tausch. Machen wir das mal so. Und Aslau als... Das ist tatsächlich eine Frau. Ist ja nicht schlimm. Macht ja nichts. Gut, dann haben wir das schon mal für die Steuern gemacht. Ach du Scheiße, ich habe ja schon Urenkel. So, dann entpausiere ich mal wieder. Weiß ich auch, wo meine andere Armee abgeblieben ist und ich so wenig Leute habe. Die habe ich doch irgendwo hier hingeschickt. Dachte ich. Wo denn? So, auf dem Weg nach Finnland. Stamm von Turku. Jan muss noch einmal weg. Wollte bei Max mal im Baldur's Gate 3 reinschnuppern. Ja, okay, dann viel Spaß. Baldur's Gate. Ja, das ist jetzt ja im Early Access, glaube ich, erschienen. Mhm. Genau. Da unten ist er doch, meiner. So. Ach, die sind ja schon wieder weg. NVM. Überfall war ja schon vorbei. Ich um meine Aufmerksamkeit heute. Heftig, heftig. So. Lösegeld fordern. Nochmal 50. Egil. Nö. Ist das der Rauflustige, der bei dem letzten Stream meine, da irgendeine andere Tochter von irgendwem umgebracht hat beim Raufen irgendwie? Da war was. Tasti stürzt sich in die Schlacht, doch was hat er da gemacht? Sein Häuflein ist sehr unterlegen. Das kann doch nur eine Katastrophe geben. Was ist mit seinem Häuflein? Ich mache wieder irgendwo Häuflein. Was? Genau. Was? Oh, unmöglich. Jesus. Knut ist neuer Erbe.
Ja, das ist schön. Wer wird denn gewählt? Snorri, der andere Sohn, ein kühner Denker, ist unser Kandidat. Achso, Knut ist ein robuster, neugieriger Zwilling. 8 Jahre alt. Gesundheit gut. Bei ihm ist es auch gut. Er ist sogar kerngesund. Ist aber ein Konkubinenkind. Und er nicht. Dann muss er es werden. Moment mal. Irgendwas ist falsch. Irgendwie funktioniert bei mir die Nachfolgemechanik gerade nicht richtig. Ich hab was. Eigentlich ist es so, wenn du einem deiner Erben was schenkst, dann geht das bei Erbteilung von dem. Dann gilt das quasi wie als Erbe. Das heißt, der ist dann weniger erbberechtigt und erbt dann im Fall des Todes einfach weniger als die anderen. Aber das hat gerade irgendwie das nicht funktioniert. Er erbt immer noch genauso viel, obwohl er eine Grafschaft geschenkt bekommen hat. Und eigentlich müsste das so funktionieren, also es erbt erstmal quasi jeder gleich viel und wenn einer was geschenkt bekommen hat, geht das quasi minus obendrauf und ne, dann erbt er halt nichts mehr. Und jetzt erbt er immer noch was, das verstehe ich nicht. Ach, Rikulf, das ist der Varäger, ne? Genau. Der Varäger-Typi. Oh, noch ein Rivale von mir ist gestorben und ich tanze auf ihrem Grab. Auf ihrem Grab, Ausrufezeichen. Alles klar. Das ist ein Furt, ne? Nee, den lasse ich ganz bestimmt nicht frei. Nützlichen Anspruch. Auf was denn? Ach, das ist der Gast. Anspruch auf East Riding. Nee. Das ist ja unsinnig. Ansonsten erfahrener Intrigant. Schwer verletzt. Mit einer schwer heilbaren Wunde. Oha. Und ist gerade in eingefrorener Trauer. Oha. Für der man noch lange lebt. Jetzt hat es funktioniert. Jetzt hat er es aktualisiert. Verstehe. Jetzt werden wir hier unten in Frankreich überfallen. Dieser Border-Gäumer, ne? Ich habe hier Provinzen in Südfrankreich, also, in Portugal. Ich finde, bei mir geht's noch mit dem... Also es ist noch nicht extrem, aber schon mit dem Border-Gäumer manchmal ein bisschen arg zufallsbedingt, ne? Ich meine, hier so da unten bei Lübeck oder so, das ist ja wenigstens noch irgendwie in der Region, ne? Also ich finde die Pomerellen, die sind doch schön. Der hält vor allen Dingen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Herzogtümer. Ganz schön powerful. Der ist ganz schön mächtig.
So. Er hat sich mit dem Mann von Niederschlesien verbündet. Du bist doch ein Bösewicht. Niederschlesien, wie fährt der denn? Warum hat Smaland 3000 Mann? Was ist das denn? Ach, der rechnet die Verbündeten auch noch rein, ne? Ne, hat 733 Söldner. Ah, okay. Interesting. Dann sollte ich den jetzt nicht unbedingt angreifen. 10 Champions, boah. Ganz schön gemeiner Map. Ja. Also da traue ich mich jetzt nicht, den anzugreifen gerade. Das sieht nicht nach einem guten Zeitpunkt aus. Aber was kann ich dann tun? Auf eine Pilgerreise gehen? Bayerischer Anspruch auf Königreich von Italien hat 100% erreicht. Bitte beendet diesen Krieg. Wie lange hat er jetzt gedauert? 24 Jahre. Ist er jetzt schon vorbei? Wenn er jetzt vorbei ist. Ah. Er müsste jetzt nur seinen verdammten Anspruch da jetzt endlich mal durchsetzen und die Forderung erzwingen und dann war's das doch. Tja, Champions bräuchte ich jetzt eigentlich, aber es sind wieder mal keine guten da. Verdammt nochmal. Dann nützt mir auch ein blöder Intrigant hier nix, wenn der als Champion sofort wieder nippelt. Und Champions rekrutieren kostet unglaublich viel Ruhm. 150. Den ich nicht habe. Endlich. Oh. Nikolf, komm zurück. Als Hofarzt einsetzen, was? Wie, der ist an unserem Hof? Nein. Abwesender Höfling. Hä? Ja, der ist bei den Varägern, der ist ja nicht mehr bei mir. Warum wird der noch als Höfling gelistet? Ja, das ist in Byzanz. Logisch. Weil er es kann. Und meine Königin ist schwanger. Also schön, dass auch ist, ne? Aber kann man den nicht irgendwie zurückholen oder so und sagen, hier, komm mal wieder zurück. Nee, der kommt irgendwann von alleine wieder. Okay. Dann kannst du ja mal einen Boten schicken. Geduld. Wie lange kann man Söldner denn behalten? Das ist doch für ein paar Jahre dann, ne? Drei Jahre, meine ich. Okay, warten wir mal ab, bis Jalvan seine Söldner hier abgeben muss. Dann ist er nämlich nur noch 2300 Mann stark ungefähr. Dann helfen ihm auch seine Verbündeten nichts mehr, bin ich mir sicher. Dann würde ich es wagen. Lancashire ist zu fallen. Oberhäuptlingstum von Finnland ist ebenbürtig. Wow, 4000 Mann. Krass. Das ist ein bisschen viel. Was ist jetzt alles Bayern geworden, da Italien? Warum sind die ebenbürtig, wenn die viel mehr Truppen haben? Was ist das denn für eine Logik? Also, da wird mir einer angezeigt, der ist überlegen. Der hat die Hälfte von den Truppen von demjenigen, der mir angezeigt wird, als ebenbürtig. Hä? Das macht... Also, das ist ein... Boah, sowas ärgert mich auch immer. Ich würde da auch nicht wirklich drauf geben, weil da war irgendwie... Sie waren uns komplett unterlegen und dann hatte der doppelt so viele Truppen wie ich und... Ja, genau, das meine ich ja. Danke. Das wird nämlich angezeigt hier. Ihre militärische Stärke ist ebenbürtig, überlegen, unterlegen... Und dann guckst du auf die Militärzahl, gut 600 Söldner, Fußvolk 800, Aufgebote, Champions, aha. Und denkst dir dann so, in welcher Welt sind die ebenbürtig? Das haut doch gar nicht hin. Oh, ich bin jetzt eine eifrige Frohnatur. Bis wieder jemand um die Ecke kommt und meint mich, um mein Gold erleichtern zu müssen hier. Wo war das denn hier unten? Wicken, Suffolk. Schauen wir doch mal. Hm.
Ach, der überfällt dich. Oh, nein. Oh, Darkwater hat das Spiel verlassen. Ich drück mal Dark Pause. Was? Ach, nö, ich komme sofort wieder. Ja. Dann hat sich eine Fraktion gebildet. Ich hab gedacht, jetzt hätte ich ihn besiegt. Aber nein, der kommt gleich wieder. Ja, nein. Ja, das war das Paradox-Konto. Ach ja, ein Hakon will jetzt Schweden haben. Hat schon 77%. Was für ein Punkt, Punkt, Punkt. Sie wollen doch alle Schweden haben. Wer will nicht Schweden haben? Ich will nicht Schweden haben. Tja, Mordkomplott. Hat nur 47% Wahrscheinlichkeit. Mhm. Will nur das britische Kaiserreich ausrufen. Wollen wir das nicht alle? Ja.